Pause. Viele, die sich jetzt hier den Knöchel weiß quetschen. Auf der Tribüne Maria Riesch ist gestartet. Wie gut hat sie sich von den Anstrengungen der Kombination erholen können. Gestern ganz wichtiger Ruhetag für sie. Riesensatz da hinab. Kurz verschnitten vorher. Aber jetzt wieder. 2 Zehntel Rückstand. Gute Geschwindigkeit. Naja, 118 hatte die Liz, jetzt 115. Ich hoffe, dass er jetzt einen schnellen Ski hat vom Böhli, vom Servicemann. Stefan Böhler, um den Namen ganz zu nennen. Sie kämpft auf jeden Fall engst. Ja, super, wow, aufgeholt. Super, Maria. Jetzt gescheite Linie da rein in den Steilhang. Jawohl. Kennt hier ganz bestimmt jedes Fleckchen Erde auf der Kandahar. Und auch wenn sie nur einen Trainingslauf in Anführungsstriche hatte mit der Kombinationsabfahrt. 1400. Sie ist ganz nah bei Elisabeth Görgel. Und jetzt hoffen wir, dass die Kraft reicht. Ab jetzt wird es schwierig für die Maria. Und jetzt da noch eine super Linie. Jawohl. Schön reingestochen, ähnlich wie Lara Gut. Ganz toll. Arme vorn. Und jetzt rein in die Hocke wieder, Maria. Und jetzt nochmal die Kurven gescheit erwischen. Zwischenzeitvergleich, jawohl. Sie nähert sich. 1500. Eine Hundertstel noch verloren. Aber jetzt kommt vielleicht ihr Teil. Ja, gleich das bis ins Ziel. Das hat sie hervorragend gemacht. Maria Riesch wird hier angefeuert. Wird sie zum WM-Titel angefeuert. Sie ist. Oh, schade. Zweites 6 Zehntel. Genau in dem Bereich, wo eigentlich sie ihre Stärken hätte ausspielen sollen. Da hat sie verloren. Aber sie